Der junge Mann, der jetzt kommt, machte sich einen Namen als graue Eminenz in Deutschlands wohl bekanntesten Terzett, nämlich Trio. Und Sie hören es schon, aber Applaus, meine Damen und Herren. Lange Zeit hat er im Hintergrund gespielt, nun singt und spielt er sich in den Vordergrund. Und ich bitte Sie, bei der nachfolgenden Schallplatte einmal ganz besonders auf den Text zu achten. Hier ist Peter Behrens, Sie kamen Australien. Manche kommen aus Berlin und manche auch aus Bonn. Und viele kommen aus Versehen, das haben sie dann davon. Die einen kommen immer und die anderen kommen nie. Doch niemand weiß genau wieso, drum steh ich so auf sie. Sie kam aus Australien nach Ingolstadt, weil sie dort einen Verwandten hat. Sie kam aus Australien und aus der Manche kommen aus Prinzip und einige aus Wien. Mein kleiner Hund kommt aus dem Grund, er muss mal Gassi gehen. Früher kam ich selber aus, doch heute tu ich's nicht. Das ist, obwohl ich glücklich bin, woran es mir gebricht. Sie kam aus Kalien nach Ingolstadt, weil sie dort einen Verwandten hat. Sie kam aus Kalien und außerdem manche kommen aus Berlin und manche auch aus Bonn. Und viele kommen aus Versehen, das haben sie dann davon. Die einen kommen immer und die anderen kommen nie. Doch niemand weiß genau wieso, drum steh ich so auf sie. Sie kam aus Australien nach Ingolstadt, weil sie dort einen Verwandten hat. Sie kam aus Australien und außerdem Wiedersehen. Sie kam aus Australien nach Ingolstadt, weil sie dort einen Verwandten hat. Sie kam aus Australien und außerdem kam sie aus Freude am Wiedersehen. Wir hatten ja Probleme mit dem Mikrofon, wie wir gesehen haben. Und nun geht's. Peter, eine kleine Zeit ist es schon her, dass du jahrelang im Hintergrund gespielt hast. Habe ich auch in deiner Biografie gesehen. Nun singt und spielt er sich in den Vordergrund. Wie kommt man auf einen so schönen, anspruchsvollen, interessanten, wohlgemeinten Text? Nur wenn man in Ostfriesland wohnt. Du stehst also voll zu deiner Heimat? Nee, die stehen hinter mir. Alle? Alle, ja logisch. Hast du schon mal alle eingeladen? Nee. Ich möchte dich einmal als Glücksgott oder als Glücksfee missbrauchen. Meine Damen und Herren, wir haben Anfang Juli hier in der Musikrevue einen Fußball gezeigt. Mit den Originalautogrammen nicht der deutschen Fußballnationalmannschaft, sondern von den Höhnern der Münchner Freiheit, Hanne Haller, Niki, Dirk Busch, Ricky Schehn und Andreas Martin. Ich darf dich nun bitten, hier einmal zu wühlen und eine Karte, einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ziehen. Ja. Yeah. Schau mir in die Augen. Jetzt greif hinein. Tief, nicht schlinzen. Jetzt kommt der Tusch. Du. Peter Behrens aus Friesland. Nein. Nein. Absender. Karin
Weber, Beringer Steige 10, 7109, oh, Schöntal-3, ich hätte gerne Autogramm fürs Nächste. Perfekt gemacht, ohne Fehler. Und dann noch aus Friesland. Peter, darf ich das nehmen? Das nehme ich jetzt auch mal. Bei unserer kurzen Sendezeit bleibt mir natürlich noch eine Frage. Wie stellst du dir jetzt deine weitere Karriere vor? Was machst du? Was ich jetzt mache, ich gehe gleich in die Bar und trinke erstmal einen. Und wenn man das jetzt mal über einen längeren Zeitraum ziehen würde, welche musikalischen Pläne hast du? Dann trinke ich erstmal zwei. Achso, ja. Nee, ich hab fast eine komplette LP fertig, aber keiner will sie haben. Aber ich denke heute... Naja, ich meine, ich kann es verstehen, aber vielleicht in Ostfriesland kann man ja auch so verteilen. Ja, klar. Ja? Ich verschenke sie alle. Ne? Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Sonst machst du es wie mit den anderen Hits, du tapezierst dein Wohnzimmer. Okay, okay. Ich bedanke mich, dass du bei uns gewesen bist. Ich auch. Peter Behrens. Okay, tschüss.